FIFA 17, Folge 121. Willkommen zurück. Ja, meine Freunde, es kommt meistens anders, als man denkt. Ich wollte ja eigentlich bei der letzten Folge eine ganze Session machen, aber dann hat nach der ersten Folge mein Telefon geklingelt und dann hatte ich ein Gespräch. Das dauerte so ungefähr 2-3 Stunden. Nicht, dass es ein schlechtes Gespräch war, aber da war dann nicht mehr ans Weiterdrehen zu denken. Da war es dann schon spät oder besser gesagt früh. Aber ist ja nicht schlimm, dann ist es für mich eben heute auch wieder ein neuer Tag. Ich konnte die Zeit ein kleines bisschen nutzen, ein bisschen Skilltraining zumindest zu machen. Und dann kommen wir heute jetzt direkt zum Southampton-Spiel. Ich wollte mal gucken, 16. sind sie. Ja, ist eigentlich machbar. Aber auswärts, man weiß es nicht und ich bin halt auch wirklich ziemlich kalt noch. Man muss übrigens auch sagen, die Meisterschaft ist noch nicht entschieden. Also Manchester United sind nicht weit von uns entfernt. Also wir dürfen uns da nicht viel erlauben. Ich habe übrigens mal nach Ødegaards Nummer geschaut. Er trägt die 10, momentan in Heerenveen, wohin er ausgeliehen ist, das geht natürlich nicht. Aber die 41 trug er bei Real Madrid. Das ist ja das Team, das, seinen Besitz-Intus hat. Oder ihr wisst schon, was ich meine. Er ist ja nur ausgeliehen nach Heerenveen. Also die 41, das müsste eigentlich gehen. Das erinnert mich an Dirk Nowitzki, falls das jemand was sagt. Ist mal was anderes, die Nummer. Und da werde ich ihm auf jeden Fall, wie versprochen, das Debüt schenken. Kommen wir auch gleich zum Spiel. Ich weiß gar nicht, beim letzten Mal hatten die, glaube ich, in Schwarz gespielt. Ich will sie mal in ihrem richtigen Trikot spielen lassen, in Rot. Ich weiß jetzt nur nicht so recht, was da dafür passen würde. Also dunkle Hose geht schon mal nicht. Ich hätte gesagt, das. Obwohl das auch nicht perfekt ist. Ich glaube, der Ball ist noch vom Pokal, wenn ich mich nicht irre. Den müssen wir natürlich auf Premier League umbauen. Und, ja, okay. Ich habe gerade überlegt, Ødegaard gebe ich natürlich sein Debüt, da bin ich zu sehr Showman, um das nicht zu machen. Aber beim Rest, jetzt weiß ich es nicht so richtig. Ich möchte ein bisschen rotieren, weniger wegen der Frische, das ist kein Problem, die Spiele sind weit genug auseinander. Aber gegen Southampton... Also ich glaube, ich will mal Dolberg von Anfang an spielen lassen. Ich bin mit Giuff einfach nicht zufrieden. Das war ein Flop, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Der reißt einfach nichts und ist zu teuer, 100.000 Gehalt und ist, ja, weiß auch nicht. Also ich habe mir mehr versprochen. Ich werde den nächste Saison auch wieder verkaufen. Dann ist er eh zu alt und hat viel zu lange Vertrag. Also das war nichts. Es wird aber auch Zeit, dass Rashford wiederkommt. Das ist ja nicht zu fassen, wie lange der jetzt schon fehlt. Der Mann ist ja die ganze Saison verletzt. Das ist ja schon nicht mehr lustig. Ich habe gerade überlegt, was ich sonst noch rotieren könnte. So ein bisschen rotieren wäre schon schön. Die Chilo will ich aber eigentlich spielen lassen. Ginter und Mbemba, ja, gut. Lazar, ja gut. Haidara hat auch nicht das beste Spiel gemacht beim letzten Mal, wenn ich mich recht entsinne. Deswegen will ich den jetzt auch nicht unbedingt bringen. Shelvey hinter Ødegaard, ja, damit er gescheit mit Bällen versorgt wird. Vielleicht lasse ich es auch erstmal so, gerade wegen der langen Pause, und nehme mal lieber ein paar Leute mit. Falls es dann gut läuft, dass man es dann immer noch auswechseln kann. Whitfield, obwohl Whitfield könnte ich eigentlich mal von Anfang an spielen lassen. Ich weiß nicht, dann haben wir im Zentrum so ein bisschen Leute, die von Anfang an spielen. Ich nehme aber mal Shelvey mit, für den Fall, dass es total in die Hose geht. Hätte ich jetzt gesagt, dann machen wir noch Pulisic. Ja, vielleicht so. So ein Bizzale kann man ja rotieren. Ja, so hier in dem Bereich, die zwei jungen Wilden. Whitfield hat ja eine Aufwertung bekommen, deswegen, ja. Jetzt habe ich überlegt, wer macht denn den Captain in dem Fall? Die ganzen ZDMs, diesmal haben sie nicht da. Gomez ist verkauft. Tut mir ein bisschen weh, aber ist halt so. Ich weiß gar nicht, wen ich da als Captain machen könnte. Das ist eine gute Frage. Es ist niemand da, der es wirklich tun könnte. Boah, das ist hart. Ich hätte gesagt, Ginter. Der hat es zwar noch nie gemacht, aber ich wüsste jetzt nichts anderes. Nicht mal Richie ist da. Müssen wir es halt so machen. Aber Ginter ist, denke ich, okay. Mit Ginter kann ich leben. Ja, ansonsten passt's, oder? Was meint ihr? Also ich denke mal, das ist so okay. So ein bisschen rotieren, aber jetzt nicht übertreiben. Ja, von mir aus. Ja, okay. Ich hoffe, es gibt ein cooles Debüt für Ødegaard. Wer macht eigentlich die Elfmeter? Bailey. Ja, oder Dolberg hätte man machen können. Machen wir mal Dolberg. Solange es Giuff nicht schießt, ihr wisst, was ich meine. Und dann gucken wir mal. Ich weiß jetzt auch nicht, was mich erwartet nach der langen Zeit. Ich hoffe mal, dass sie wenigstens Ødegaard ein Debüt schenken. Ein bisschen was einblenden, das kommt ja auch nicht immer vor. Eher selten, muss man sagen, aber naja. Auswärts ein Punkt wäre zumindest mal was. Und ein schönes Debüt.
Hello everyone, Martin Tyler here, Alan Smith with me as usual. Big welcome to you to today's game. Southampton in action today against Newcastle United. We're looking for energy in midfield, which I think the manager is, from what we've been talking to him about, and a new signing today with that in mind, I guess. Yeah, I thought they'd looked a bit short, a bit flat, actually, in midfield previously, and he is a creative player as well. Ja, das ist doch schon mal was. Here's the Southampton team for you. Fraser Forster starts in goal. Ryan Bertrand starts with Cedric Suarez in the fullback positions. Yuri Klaasi starts with Juan Fernando Quintero in central midfield. In attack, Charlie Austin starts up with Shane Long. Schiedsrichter scheint auch okay zu sein. Ja, gucken wir mal. Aber sie haben es erwähnt, fand ich cool. Jetzt muss er nur noch ein gutes Spiel abliefern. Interesting team this for Newcastle United. Several changes. Gianluigi Donnarumma is the goalkeeper. Mattia De Sciglio starts. He was man of the match last time out. And a partnership with these two strikers up front. De Sciglio war man of the match? Was? Echt? Weiß ich gar nicht mehr, aber es ist zu lange her. Und die Schuhe sind auch einzigartig jetzt bei Ødegaard, finde ich gut. Ja, jetzt schauen wir mal. Ich weiß nicht, wie ich Southampton einzuschätzen habe. Ich glaube, das Hinspiel haben wir gewonnen. Deswegen habe ich auch ein bisschen rotiert. Ich habe es jetzt nicht übertrieben nach der langen Pause, aber rotiert habe ich. Man kann ja dann immer noch auswechseln, wenn es richtig gut läuft. Jetzt erstmal ins Spiel finden. Dann geht es jetzt nach der langen Pause los, Freunde. Cedric. Good strong tackle. Referee had a good look at that. Decided it's just a throw after the tackle. And they've thrown the ball away there, literally to the opposition. So nicht, Freund, so nicht. Oriol Romeo. Here's Cedric Suarez. Ja, wahrscheinlich. Reed. Really strong tackle, and the ball's gone out for a throw. Ja, bei uns, wir spielen hart heute. Wollte nicht glauben, dass er was reißt. Jetzt habe ich kurz gedacht, das wäre mein Spieler. Ja, es ist nicht ganz ideal mit dem Trikot, ich sag's euch ehrlich. Ich wollte mal in Rot spielen lassen. Kann ich meinen Ball haben? Ja. Ja, eine Karte wäre auch zu viel. Bisschen gestoßen war es schon, aber ja, mein. So schlimm war es aber nicht. Er wird eh kurz spielen, oder? Defender to it first. Oh, it could be dangerous. Problem ist, da war niemand mehr. Ich würde eigentlich rausspielen. Aber da war niemand. Ødegaard behauptet den Ball. Ja, ich hatte schon drauf gedrückt. Mal gespannt, was er aus seinem Dribbling machen kann. Ah, jetzt. Mein Gott, das ist englischer Fußball. Hallo. Wir kommen jetzt gerade nicht richtig raus. Also. Southampton's corner. Hatte so eine Ahnung, dass die kämpfen werden. Das war jetzt zwar nicht ideal geklärt, aber es tut's. Gib Gas, Bailey, komm. On the attack here. Alles da. Alles da. Gibt's wenigstens Ecke, oder? Das war Ødegaard, glaube ich, sogar, der damit beteiligt war. Auch nicht schlecht. Ja, es ist schon ein ziemlich heißer Beginn. Muss sagen. He's got it away. Played down the wing.
Ja, wow. Wenn ich das machen würde, ich hätte da gleich wieder einen Foul bekommen. War auch gestoßen. Wenn ich das machen würde, ehrlich. Hier ist Cedric Suarez. Cedric. Jordi Klasic. Ryan Bertrand. Alles klar, du mich auch. Quintero. Kommt jetzt gerade nicht an den Ball. Ah, das wäre schon wieder faul gewesen, lass ich nicht lange. Short passes, but they're keeping the ball. Well, this is how this team can play. Sustained attacking football, but when they lose it, as they've done now, it's just a risk that they might get caught out. Now it goes into the wider areas where they've got a winger waiting. And the cross coming in. He's better usually at crossing than that. It was a defender who got there first quite easily, actually. Ein Versuch wert, hätte ich gesagt. This is the sort of side with the credentials to win the league, and they're getting themselves in a good position to do that. They are. I mean, they've not been phased at all by being top. Sometimes it can affect teams in a less than positive way. But pfeift aber so ein bisschen einseitig. Kann sein. Having played the advantage, he's now going back to deal with the infringement that he could have blown for. Das ziemlich rude war, das gebe ich zu. The defender's going to get a yellow card. Yeah, I wonder whether he thought he got away with that because the player was allowed to go on, but no, he sees yellow. Promising build-up until that challenge. Desilio trying to stretch the opposition using the wider areas here. Now Martin Odegaard. Martin Ødegaard. Ah, jetzt wollte ich nochmal auflegen für Martin Ødegaard. Ich dachte, er kann mal abziehen oder so. Wäre doch schön gewesen. Ja, voll lizenziert, habe ich euch gesagt. Ja, es fällt mir ein bisschen schwer, das Spiel, finde ich. Also, ich hatte so eine Ahnung nach der Pause. Wir müssen hier kämpfen, auswärts, definitiv. Oriol Romeu. There's some potential in this move. Well, they've been thwarted here. That's a sign of better things to come. Weiß auch nicht, was ich wollte. Oh, das war knapp. There's a chance for a double for the team that are ja, the visiting team. Er sagt's gerade, wir hatten wohl gewonnen. Against this side that they're visiting in the other match between the two clubs earlier in. The shot's on. Schade, ich dachte, er sagt es vielleicht, wie es ausging, also ergebnisweise, aber wir hatten wohl gewonnen. Ja, das haben wir ja auch mitbekommen. Fast wie in Journey. Real Madrid. Just worried about the rain only in that it's impairing a bit our visibility of the proceedings out also, there on the pitch. Ich komme gerade nicht zu viel. Die sind, fühlen sich ziemlich stark an. Etwas die Pause oder? Aber die spielen stark, als wären sie Man U oder Chelsea oder sonst was. Also ich, ah, wir haben den Ball. Okay. Ja, ich komme nicht zu viel im Augenblick. Die pressen auch ziemlich stark und stehen dicht an den Leuten. Jetzt habe ich mal ein bisschen Platz. To make some progress. Defender to it first. Now Martin Odegaard. Gone for the through pass. Aber wohin jetzt, gell? Seht ihr, die sind sofort auf mir drauf und ich habe auch nicht wirklich eine Anspielstation. Well, he's threaded the pass through neatly. And they're passing so well out there. Now Martin Odegaard. Nee, ich komme zu nichts. Also die bieten sich aber auch nicht gut an, meine Leute. Was soll ich machen? Trying to find a way through here, probing away. They cope with it well defensively. Also die spielen gut ab, wer dahin. Muss man lassen. Muss man denen lassen. Das war auch nicht wirklich gut. Patience is the name of the game at the moment. Comes in with hat er doch schon drauf gedrückt, man. Die spielen da hinten Abwehr als Spielmann in der Champions League. Trying to switch on the attacking power in this situation.
Aber ich kann halt auch spielen, Freunde. Nicely worked until that point when it broke down. And now they've got to try and regain possession. There's Schilio. Through pass. Not rushing it here. Moving from one side to the other. Crosses in. Well, they've got to keep the crosses coming in. I'm sure in the end. Well, we're halfway through. Naja. And we haven't yet got a goal to bring to you. 0-0 at half time. So, Alan, what about the first 45 minutes he's played on his debut today? Room for improvement, I think you could say, from this lad. War okay. Er war auf jeden Fall bei einigen Szenen beteiligt. Wir tun uns ein bisschen schwer, ich hatte so eine Ahnung. Aber ja, noch ist alles drin, würde ich sagen. Ich wäre, glaube ich, auch mit dem Punkt zufrieden. Die spielen ziemlich, so muss ich es für Bayern München anfühlen. Die geben alles einfach gegen uns. Also so muss sich Bayern München fühlen, wenn sie gegen jeden Gegner das Gefühl haben, die geben alles, als geht's um ihr Leben. Ja, wow. Wahrscheinlich. Ja, na klar. So nicht, Freund, ich schwöre ich dir. Aber wie die pressen, es ist der Wahnsinn. Ich habe das Gefühl, ich sehe nur rote Spieler gerade. Muss der dich schnell spielen, damit ich überhaupt was reise? Oh, jetzt ist der hingefallen, jetzt habe ich Platz. Ja, aber. Ich wollte eigentlich schießen, aber da hat er ihn geblockt. Schade, da war jetzt mal Platz, weil der hingefallen ist. Whitfield macht nicht den besten Job, finde ich, da im Mittelfeld. Der ist einfach ein wenig klein. Das ist ganz klar sein Nachteil. Now Martin Odegaard moving forward again and Newcastle United. He can put them in front. It's good play until they got that challenge in. Looking to play his teammate through. There goes the cross. And here's the header. Well, there's nothing still to separate these teams. Whitfield da nicht rankommt, aber Dolberg hat jetzt irgendwie merkwürdig gekippt gerade. Es gibt, glaube ich, nicht mal Ecke. Mal noch mal gucken. Ja, also das war auch der geilste Kopfball. Der war mal schwer daneben. Der war schwer daneben. At the Etihad Stadium is Alan McInally for us today. We're hearing there's been a red card. Kann ich meinen Ball haben? It's a red card for the home team. They're down to 10 men. 55 minutes played. It remains 1-0. Ja, das kann man, Whitfield. Geht darum. Now Martin Odegaard. Nein, geh doch weg, da oben war einer frei jetzt. Habt ihr gesehen, ich wollte ganz nach oben spielen, dann blockt mich der eigene Spieler. Ja, viel Spaß. Viel Spaß. They'll be facing Chelsea away from home. Yeah, it's got a good feel about it, that one. Look forward to joining you in the gantry for it. Direkt mache ich das aber nicht. Oder? Ich muss mal rühren. Oh, das ist mir eigentlich zu blöd. There'll be plenty of time added on. There should be plenty of time added ja, on. Ja, sehr gut. Because this is time wasting. Jetzt hat er mir irgendwie den Screen gerade nicht gegeben, was ich wollte. Ich wollte eigentlich umschalten auf weit weg Sicht. Hat er aber irgendwie nicht gemacht gerade. Ich weiß nicht warum. Ich kenne da den Button eigentlich, aber wollte er jetzt gerade. Das war jetzt auch vermurkst irgendwie. Ja, ich bin dann jetzt wirklich wieder da. Das merkt man einfach. Newcastle United, their next game, Alan? Yeah, they're playing Everton in the next match. I think they'll cope with it well. I think they'll get through easily. The shot's on. It's another decent try, but we're still level in this match. Zum Glück sind die zwar in der Abwehr richtig stark, aber offensiv nicht wirklich gefährlich, habe ich das Gefühl. Obwohl sie da auch schon wieder pressen. Das ist die Härte. Now Martin Odegaard. Here's a chance to attack. Tja, was tun? Ich stelle mal auf Offensiv, jetzt stinkt es mir ein bisschen langsam. Die bieten sich einfach nicht an. Ja, wow, jetzt ist der Ball weg, weil ich keine Anspielstation habe. Nee, das ist noch nichts. Das ist irgendwie noch nichts. Ich glaube, ich wechsle auch mal aus. Ich nehme mal Torwart raus, der ist ziemlich müde, der ist ziemlich geschafft und ist auch schon gelb vorbelastet. Ich bringe mal Pulisic, vielleicht bringt er Akzente. Vielleicht muss ich irgendwann auch Kovalenko bringen.
um vielleicht doch noch Akzente nach vorne zu setzen, obwohl Odegaard eigentlich ziemlich viel, wie soll man sagen, also er war mittendrin, hatte ich das Gefühl. Ja, jetzt schauen wir mal. An Liam lag es jetzt nicht, wenn es jetzt nicht klappt, finde ich. Ich könnte mal Shelby vielleicht noch bringen oder sowas, also ich weiß nicht, schwer zu sagen. Well, this is how this team can play sustained attacking football, but when they lose it, as they've done now, it's just a risk that they might get caught out. Ja, ist okay. It's a foul by the Southampton player. Ich hätte jetzt wieder Geld bekommen. It's going to be a card. Oh, it's going to be a yellow card. Well, that's the least surprising thing I've seen out there today so far. Well, that's risky going in like that. Well, he's dived in. It's a reckless one. Kann man schon Geld geben, wenn ich. Kann man schon Geld geben. Das kann man schon machen. Defender to it first. Schade, ich dachte, ich könnte vielleicht einen Kopf versetzen. Das sah aus, als wenn er frei wäre. Ryan Bertrand. Bertrand. 20 minutes of the 90 still to play. Really trying to use the full width of the pitch here to make some progress. Ich wechsle das mal aus, mir ist das zu wenig, blöd gesagt. Ich bringe mal Shelby, ich habe den zum Glück mitgenommen, für Whitfield. Nochmal ein bisschen was nach vorne machen, dann vielleicht noch Kabalenko. Ich hätte Southampton nicht so stark eingeschätzt. Auf der anderen Seite, wie ich jetzt ja schon mal gesagt, ich hatte so eine Ahnung. Whitfield hat nicht schlecht gespielt, er ist manchmal leider bei den Kopfballduellen ein bisschen überfordert, ansonsten war es echt okay, wie ich finde. Aber jetzt gucken wir, dass wir Shelby bringen. Vielleicht kann der noch was reißen. Und dann vielleicht so in der 80. vielleicht noch Kovalenko. Virgil van Dijk. Onto the attack now. Tremendous understanding from these players. Good challenge here. First touch was good, but he's got to work hard to keep the ball. Ja, das wäre es natürlich jetzt gewesen. Aber da ist er, glaube ich, auch nicht schnell genug für sowas. Christian Pulisic. Jonjo Shelvey. And here's the shot. And the goalkeeper got a touch to that. Ich meine, das ist halt Shelvey im Gegensatz zu Whitfield, oder? Habt ihr den Schuss gesehen? Sagt schon alles. Und das aus der, halb so aus der Drehung. Der kann auch sitzen. Guter Schuss. Auch gut gehalten, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, die werfen sich einfach rein. Die halten halt auch den Ball viel. Das ist immer das. Ich habe das Gefühl, ich kann gar nichts aufbauen. Jeremy Pierre. Christian Pulisic. When you think about football as a passing game, which it is, you think about players like him. Here the challenge is a good one. He can put them in front. Here could be absolutely crucial. Ihr seht, ich versuche schon alles. Jetzt nehme ich mal Odegaard raus. Er ist auch müde. Ich denke mal, da hat er sich nochmal Szenenapplaus verdient, wenn er jetzt nochmal rauskommt. So extra Einzelauswechslung. War kein schlechtes Spiel, allgemein nicht. Aber irgendwie. Schade, das war auch knapp hier. Ja, ich tue mir ein bisschen schwer, aber naja, auswärts ein Punkt. Ich bin gar nicht mal so unzufrieden. Wir hatten jetzt nicht die übertriebenen Chancen. Also war ein gutes Debüt. And it looks like it's a case of just trying to freshen the team up a bit. Benotung könnte ich schlecht einschätzen, aber so 6-5 bestimmt oder so. Mal gucken, was Kovalenko noch reißen kann. Lang ist nicht mehr. Ich will es aber auch nicht gerade sehr offensiv machen. Das ist mir ja schon zu viel, weil es kann auch mal nach hinten losgehen. Ich will jetzt nicht noch verlieren, auch noch. Weil vorhin sage ich es noch mit Manchester United. Von wegen, wie dicht die dran sind. Jetzt habe ich keinen Bock, auch noch einen zu fangen. Quintero. Obwohl die zum Glück einigermaßen harmlos nach vorne sind. Im Augenblick zumindest. Jonjo Shelvey. Ja, der müsste noch Power haben. Kovalenko. Ah! Shelvey! Nein!
Was für eine schöne Kombi, Alter. Mein Gott, das wäre ein Tor wert gewesen. Habt ihr das gesehen? Das war jetzt aber ein bisschen Pech. Ich komme nicht an den Ball. Habt ihr das gerade gesehen? So schön gemacht von Kovalenko und Shelvey. Aber das sieht man halt mal, die zwei Stammspieler, die können schon was. Ah, das ist bitter. Jetzt muss ich mich kurz zusammenreißen, weil meistens klingelt es dann bei sowas dann hinten, weil man mit dem Kopf noch bei der Chance ist. Komm, gib Gas, Pulisic. Nicht mal faul oder was? Ja, jetzt. Ich glaube, ich will es jetzt auch zu sehr verzwingen. Ja, schade. Muss ich zufrieden sein. War nicht einfach. Der Pfostenschuss war natürlich bitter, keine Frage. Die haben sich halt voll nach hinten reingeworfen und gepresst und alles, was mir selten liegt. Aber es war kein schlechtes Spiel von uns. Wir mussten kämpfen und wie gesagt, ich habe seit einem Monat nicht mehr gespielt. Und ich hatte ja die Big, Big Chance am Schluss. Das Wetter hat es uns auch nicht gerade leicht gemacht. Aber es war kein schlechtes Spiel. Ich bin nicht unzufrieden irgendwie. Nach so langer Pause, ein Punkt auswärts bei dem Wetter in Southampton. Ja. Ja. Weiß nicht, ob man den Pfostenschuss nochmal sieht. Ja, können wir nochmal gucken. Das war natürlich schön gemacht. Ah, das ist natürlich, oder? Ja, jetzt sieht man es nicht mehr richtig nochmal von der Seite. Schön nochmal durchgesetzt und dann blom. Ah, das kann natürlich auch drin sein. Schade, schade. Das war, glaube ich, auch ein netter Schuss. Also ich habe es versucht, irgendwie aus den wenigen zu machen. Aber die haben sich voll nach hinten geworfen. Die wollten unbedingt einen Punkt holen gegen uns. Also offensiv haben sie nicht viel gerissen. Wie man sieht. Aber wir halt irgendwie offensiv so gesehen auch nicht. Ja. Aber es war okay. Es konnten auch die Kleinen in Anführungsstrichen ein bisschen spielen. Odegaard hat auch, hoppala, jetzt habe ich es verstellt, fast die 7,0 bekommen, 6,9. Wow, okay. Also hat bessere Note als Kovalenko, so gesehen. Obwohl der nicht viel gespielt hat. Lazar ist Man of the Match, ist mal was anderes. Also es war okay. Das Debüt ist geglückt, hätte ich jetzt gesagt. Und es war mir auch wichtig, ganz ehrlich. Das war mir auch wichtig. Dolberg hat ganz anständig gespielt, den hatte ich ganz gut gesehen. War okay. Ich habe es versucht, Freunde. Nach so langer Zeit dürfte mir nicht böse sein, dass ich da vielleicht auch mich erst wieder ein bisschen einspielen muss. Aber ja, mein Gott. Es war okay. Doch. Gibt Schlimmeres. Ja, und jetzt kommt diese Spannungsszene hier. Die kennt ihr ja. Die werde ich aber auf jeden Fall in der nächsten Folge machen. Das wird vielleicht auch eine Folge für sich sein, weil das hat immer was Besonderes. Und ja, zu diesen letzten Stunden der Transferliste, da sehen wir uns dann wieder. Und bis dahin, tschüss.